Hallo, mein lieben Bauchplatscher, und willkommen endlich mal wieder zu einem eigenen Mock. Ich habe ja schon eine ganze Weile davon erzählt, dass ich einen Batman-Mock machen möchte, beziehungsweise eigentlich sogar eine ganze Reihe. Und ich glaube, jetzt ist der Moment aufzuklären, was das wird. Ich habe nämlich mich entschieden, beim ersten Teil, was da kommen soll, das Fahrzeug quasi auszugliedern und einzeln anzubieten, einfach weil das jetzt doch schon relativ lange dauert und ich zurzeit unter der Woche zu relativ wenig komme, was solche Nebengeschichten angeht. Aber genau, ich starte mit diesem Pinguin-U-Boot. Und wo kommt das Pinguin-U-Boot her? Was hat es mit Batman zu tun? Ich meine, okay, was es mit Batman zu tun hat, ist eigentlich relativ klar. Das ist natürlich ein U-Boot, das zum Pinguin gehört, alter Batman-Gegner. Aber mit dem größeren Projekt meinte ich jetzt als Kontext. Das größere Projekt als Kontext ist die Bad Cave. Wohlgemerkt, mit Bad, mit D am Ende, nicht mit T wie in Bad Cave, wo Batman lebt, sondern Bad wie schlecht oder halt auch böse. Denn die Idee ist, dass die ganzen Schurken oder zumindest viele der Schurken von Gotham sich zusammengetan haben in einer unterirdischen Basis und das ist die Bad Cave. War selbstverständlich eine Idee vom Joker. Und ja, das wollte ich halt Stück für Stück in meinen einzelnen Modulen als jeweils kleine Playsets zusammenbasteln. Das Ding ist, dieses ganze Ding zu konzipieren, dauert relativ lange, weil die Module ja auch irgendwie zusammenpassen müssen am Ende. Jedes hat auch seine Spielfeatures. Beispielsweise der Pinguin ist natürlich in einem Bereich mit viel Eis zusammen mit Mr. Freeze und das Spielfeature, das Zentrale, das da angedacht war, war dieses Pinguin-U-Boot, kann da gelagert werden, hat eine Rampe, die kann geklappt werden und dann schlittert das Ding ins Wasser. Jetzt habe ich mir gedacht, gut, ich will jetzt einfach auch mal vorankommen, wieder was davon zeigen können. Also mache ich jetzt das Pinguin-U-Boot einfach separat, wird später auch im entsprechenden Bad Cave-Abschnitt mit dabei sein, aber jetzt erstmal eine separate Veröffentlichung, damit das hier losgeht, damit ich mal drüber reden kann, was mache ich eigentlich da in der Richtung. Ja, das ist also dieses Ding ein sehr, sehr wörtlich genommenes Pinguin-U-Boot. Im Gegensatz zu den Pinguin-U-Booten, die es bisher gab, offiziell ist das halt tatsächlich nicht nur farblich ein Pinguin, sondern auch in der Form ein Pinguin. Und ich habe halt versucht, so den Kompromiss zu finden aus, okay, ich habe einen Pinguin, wie mache ich den zum U-Boot? Die Antwort war relativ einfach, statt Augen halt eine Frontscheibe, oben Periskop drauf, die Flügel als Seitenflossen zur Höhensteuerung oder so und zwischen die Füße ein Propeller. Fertig ist unser Pinguin-U-Boot. Eigentlich relativ einfach. Die Form war ein bisschen gebastelt mit den ganzen Curved Slopes da, aber hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und ihr seht am Hals jede Menge von diesen Fahnenpaneelen. Die sind aus einem Grund da, aus einem relativ einfachen. Zwischen dem Kopf und dem Körper ist halt eine Lücke und die Fahnenpaneele überdecken die Lücke. Das tun sie, damit der komplette Kopf nach oben weggeklappt werden kann und man ins Innenleben des Pinguins kommt. Im Innenleben ist jetzt nicht sonderlich viel drin, eigentlich nur zwei Sitze, aber trotzdem, man will ja rankommen, um halt zum Beispiel auch den Pinguin, also den Charakter, nicht das Tier, da reinsetzen zu können. Und genau, hinten ist eine Antriebsschraube, kann man, wenn man will, auch einfach mal komplett um 180 Grad drehen, sitzt auf zwei Technikpinnen, kein Problem. Es balanciert nicht unbedingt so super, also es neigt dazu, nach hinten zu fallen. Deswegen auch Integration im Spielset, da kann man es halt hinstellen und es ist von hinten durch eine Wand gehalten. Fertig ist das Ding. Es steht ein bisschen, solange man halt nicht dagegen atmet. Aber die Idee ist eh, dass das Ding, wenn es fährt, auf dem Bauch liegt und dann einfach ein bisschen lustiges kleines U-Boot. Es hat auch ein bisschen was von einem Truck. Ganz im Ernst, so ein bisschen kantig ist es ja schon. Aber genau, das ist der erste kleine Teaser auf die Bad Cave-Reihe. Ob ich als nächstes jetzt direkt die Bad Cave weitermache und die Basis dazu praktisch biete oder nochmal was anderes, was einfach dazwischen nochmal kommt, das werden wir nächste Woche mal sehen. Im Moment bin ich hier noch beschäftigt, das Wochenende zum Beispiel auch mit Videoproduktion aufzuholen. Insofern mache ich das jetzt mal, habe dieses jetzt durch. Die Anleitung gibt es bei Rebrickable, der Link ist unten drin, ist auf 1 € gepreist. Die Teile insgesamt kommen auf laut Rebrickable etwa 16, 17 €. Ich würde sagen, runden wir es auf 20, dann ist es realistisch vom Preis. Also für ein Fahrzeug gar nicht mal schlecht. Und nun sage ich,
Bis dahin.